Ups. Was ups? Guck mal. Yo, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zurück bei It's Better Together, was kein Rap-Album oder irgendwie ist, sondern ich spiele hier was mit dem Schuffle-LP. Das merkt man auch schon an diesem tollen, wunderschönen Titel und daran, dass ich immer wieder keine Möglichkeit dazu gibt, sich überhaupt vorzustellen. Ne? Ja, das ist tragisch, gleich wieder gemobbt. Genau, also die erste Folge von diesem tollen Ding hier, die gab's bei Schuffle-LP. Nein, das spricht man nicht Englisch aus, das heißt Schuffle-LP. Ist jetzt vielleicht auch irgendwo verlinkt, also der Kanal auf alle Fälle. Und das werden wir jetzt eben zusammen spielen und deswegen gibt's auch diese tolle Beschreibung, die absolut nicht zu meinem Kanal passt. Ich dachte, ich gebe da einfach mal nach, um den hier glücklich zu machen. Auf jeden Fall, ich bin so glücklich. Ja, also ich bin so glücklich und jetzt wir machen einfach direkt weiter. Ich gehe gleich weiter. Genau, wir gehen einfach weiter. Also wie gesagt, die erste Folge, die solltet ihr euch davor angeschaut haben, ansonsten habt ihr keine Ahnung, was es hier geht. Das ist eine Minecraft-Adventure-Map, also gehört eigentlich auch in die Minecraft-Adventure-Map-Serie, die ich habe, aber jetzt halt bloß mit... Du hast eine eigene Serie? Ich habe eine eigene Serie, ja. Ist ja genial. So, wir müssen auf die Knöpfe drücken. Das ist höchstwahrscheinlich. Und das Schöne ist ja, alle Leute, die mich erkennen, die wissen ja, dass ich bei Rätseln absolut keinen Plan von nichts habe. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt hier so meinen kleinen Hampelmann in dem tollen, stylischen Hemd. Hast du das eigentlich auch in echt? Ja, warte, ich gucke mich mal eben an. Ja, also das habe ich in dieser Farbe, dann noch in zwei anderen Farbkombinationen. Und die Hose ist natürlich auch mehrmals in meinen Schrank vertreten. Also habe ich immer 6 Exemplare, weil ich bin ja Gamer. Ich kann ja nicht waschen und so weiter. Ach so, ja, klar. Und deswegen, also ich bin jetzt schon bei Exemplar 3 innerhalb von 4 Jahren und das fängt so langsam an, auch weiter zu muffeln und deswegen, ich denke daran, langsam mal die nächste Hose anzuprobieren. Also der Tom, der ist auch so ein Styler, ja, der ist totaler Stylo-Milo, der ist auch voll fresh im Trend, also wenn ihr mal irgendwelche Modefragen habt, dann könnt ihr direkt an ihn rangehen, der ist quasi der Tutorial der Let's Play-Szene. Ja. mach auch mal ein Schmink-Tutorial, das kommt dann als nächstes. Das wäre total toll. Okay, jetzt wollen wir das Rätsel mal lösen, was muss man denn drücken? Einfach nur drücken, weil das Problem ist, ich muss dazu sagen, ich kenne dieses Rätsel leider schon, aber ich habe es auch nicht bis zum Ende durchgespielt, also ab einem gewissen Punkt kann ich Kedos auch nicht mehr weiterhelfen. Da muss er echt hier mit. Ja, aber das haben wir alle schon in der ersten Folge erzählt, also sind ja eigentlich schon alle weg. Drück das einfach irgendeinen Scheißknopf so. Und du bist schon unten, weil du nicht weißt, was passiert ist. Was ist jetzt passiert? Hier sind lauter andere Schalter. Ja, einfach drauf und... Oh mein Gott, sorry to interrupt your test so sudden, but wow. Ja. Du musst jetzt vorlesen, ne? Ja, genau. Aber wir wollen das ja eigentlich gar nicht vorlesen, aber ich mach's einfach mal ganz schnell. This is a good test. I should call your parents to tell them how you tell you are doing these tests, but I'm not going to do that because I want more testing. I think it should be in the between you and the clone to make tests more complicated. Also, I should but nice view into the... Also, wir sind eigentlich Klone, ja? Also, Schuffel ist mein Klon. Mhm. Unverwechselbar. Ja, ja, unverwechselbar, wirklich. Ganz klar. Was hast du für eine Haarfarbe in echt? In echt jetzt, meinst du? Ja, in echt jetzt. Also, oh, blau-grün. Nee, also, ich habe braun. Braun, braun. Braun. Brünett. Passiert denn noch? Ah. Ja. Ah, ja. Oh, guck mal, wir können uns anfassen. Oh. Ich zitter schon. Oh, schade. Ey, ich war schon ganz, gerade so schön romantisch und schon ganz unromantisch. Kamera anschmeißen, hätten wir auf YouPorn heute noch was hochgeladen. Ja klar, das hätte auch super Views bekommen. Let there be light. That was, oh God, I was quoting God. Achso, ja, es werde Licht. Er hat Gott zitiert. Doch Gott fand den Schalter nicht. Ich bin Gott. So, was haben wir denn hier? Brainless Subject 1 und 2. Wo willst du rein? Ja, ich war ja 2, also bleibe ich auch 2. Na gut. Okay, 3, 2, 1. Achso, du hast das doch schon gemacht, alles klar. Mhm. Ich glaube, das... Oh, da wird man ja seekrank, ey. Ja, da wird man nicht nur seekrank, da wird man auch, was weiß ich was, krank. Komplett krank. Guck mal, okay, guck mal, jetzt runter. Jetzt wird es noch kuscheliger als vorher, was steht denn da? It's a me. It's a me, Mario, wuhuu. Oh, scheiße, ich hing im Spinnennetz. Ja, toll, ich hing mit dir im Spinnennetz drin. Hier ist nichts. Das wäre wirklich ein toller Pornotitel, also irgendwie Two Guys, One Spider-Net. Ich hing im Spinnennetz. Ja, genau. Die Frau, die im Spinnennetz hing. Ja, was passiert jetzt? Die gehen nicht auf? Okay, so weiter. Geht die auf? Nee, geht auch nicht auf. Was sind das? Ah, Lava. Library, Bücherei. Boah, Bücher, das ist total egal. Boah, fett. Gar nicht, na, da möchte ich nicht rein. Würde ich mir nie anschauen, also... No entrance. Diamond Room? Hier kommt man ja nirgends rein. Was ist das für eine Veranstaltung hier? Ich glaube, das ist alles nur Show. Alles nur Show? Minecraft. Laboratory. Laboratory? Research and Development.
Aha. Mushroom. It's a Mushroom. Wuhu. Jetzt habe ich diese Mario-Ding gerade voll drin. Nuklearer Reaktor, komm, da kannst du mal rein. Da kriegst du irgendwie nochmal einen dritten Arm oder ein drittes Bein oder ein zweites, ja, drittes, also, Bein. Sag mal so, ich war ja erst in Japan. Obwohl, nee, der Witz ist böse. Keine bösen Witze. Du weißt aber schon, dass wir hier rein müssen, Mensch. Ist ja, ich weiß auch, ich will mich da oben nochmal umschauen. Hier, guck mal, da ist irgend so ein Cake-Storage. Da gibt's Kuchen, verdammt nochmal. Echt? Ja. Oh, Kuchen, geil. Mm. Pixel-Kuchen. Nach dem riesengroßen Pornoerfolg, die Frau im Spinnennetz, gibt's jetzt Schuffel im Kuchennetz. Oh, verdammt. Passiert ja auch noch irgendwas? Hast du da gerade irgendwas rausgenommen? Ja, hast du, ne? Das ist bloß zum Umgehen. Uah, voll durch die Wichse durch hier. Damit kennt sich der Kedos richtig gut aus. Der Kedos, du sprichst immer noch Kedos aus. Du bist wie German Let's Play, der hat mir auch von Anfang an Kedos ausgesprochen. Kedos? Am geilsten sind ja immer die denken, dass ich Kedo heiße und das nur so The Kedos, also Apostroph S-Zone ist oder irgendwie sowas. Ich dachte, das wär irgendwie so ein anderer Ausdruck für Kedobär, also so Pedobär. Pedobär, ja, natürlich, klar, total. Was also deswegen nehme ich auch mit dir auf, also wir sind zwar quasi gleich alt, aber eigentlich stehe ich total auf dich. Hier müssen wir doch bestimmt irgendwas machen, oder? Verrückt, ja, ich glaube, du musst irgendwie den Redstone, irgendwo musst du Redstone verbinden, damit wir hier weiterkommen. Moment, ich gehe da mal da drüben hin und dann probieren wir einfach mal aus. Das Problem ist, ich kenne mich sogar fast gar nicht mit Redstone aus. Ja, ich mich null, also mal ganz ehrlich, wenn du sehen würdest, was ich so in meinem Singleplayer-Let's Play bisher erreicht habe, dann kannst du das gut zusammenfassen mit nichts. Nichts? Nichts, genau, nichts. Mann! Ja, du bist hier das Hirn, das hast du dir jetzt schon angekreidet. Ich bin hier das Hirn, Junge, wir haben 2 Stunden gekriegt, um den scheiß Server zum Laufen zu kriegen. Ja, natürlich. Und ich bin hier das Hirn. Ja, das habe ich 12 GB Pornos runterladen können. Das ist ein ganz schöner Rekord für meine Leitung. Sorry for the mess. Ja, klar, hier, die Scheiße hier. Jetzt hängen wir hier den Kacke rum. Kotzen, ey. Es ist vorbei. Gar kein Together mehr mit dem Schuffel. Vorbei, wir hören jetzt ja auf. Wir geben hier auf. Das war's. Liken, favorisieren, irgendwo, abonnieren, kommentieren. Hast du irgendwo Redstone aufgehoben? Nee. Ich glaube, wenn hier schon so viele Kisten sind, dann muss wenigstens irgendwo was drin sein. Meinst ja, das ist vielleicht auch einfach nur so ein Storage-Room, der halt komplett verdödelt ist. Wir müssen wahrscheinlich mehrere Kombinationen von diesen Redstone-Dingern ausprobieren. Ich glaube, du brauchst erstmal Redstone, um das Ganze zum Laufen zu kriegen. Bist du sicher? Ich weiß nicht, aber das ist so, sind so ein Redstone-Schalter. Also von dem her denke ich mal, das geht schon irgendwie. Vielleicht stellen wir mal alle auf ganz hinten ein. Einfach nochmal, um so das alles auszuprobieren, oder? Guck mal, hier ist eine Pressure-Blatt. Ich stelle Pressure-Blatt. Jetzt, Moment, ich versuche mal einfach alles durchzuschalten, vielleicht funktioniert irgendwann mal irgendwas. Das mache ich eigentlich immer so in Adventure Maps, dass ich einfach rumprobiere und dann passiert da irgendwann mal was. Du kannst ja an dem dritten eigentlich noch rumprobieren. So. Nichts passiert. Nichts passiert, warum nichts passiert? Oh, Babelo. Ja, hier ist ja nirgends was drin. Wie geht denn das jetzt? Ganz ehrlich, was ist denn das hier für eine Scheiße? Ja, 2 Masterhirne auf. Also ich wollte in der ersten Folge noch irgendwie sagen, wir hätten den Nobelpreis verdient für unsere Leistung, aber das ist ja gerade wirklich... Ja, also jetzt hängen wir hier an so einem Spinnt an dem Schalter nicht irgendwas an dem hier? Das sieht so, also Grafik gefehlt aus. Ups. Was ups? Guck mal. Oh, was hast denn du getan? Ich habe nichts gemacht. Ich habe das angeschaut und schon hatte ich den Block. Ach, der ist plötzlich abgefallen, oder? Ja. Boah, so ein Shit aber auch, dann müssen wir wohl weiterlaufen. Ja. Nur so ein Mist. Damit wir hier nicht noch Stunden rumhängen, Mensch. Ja, das ist ja, also Leute, das ist wie gesagt immer, Moment, bleib mal stehen, ich muss eine Ansage machen. Also, wir sind ja die Pros, ne? Ja, nee, also das ist ja das gleiche wie bei Adventure Maps immer, das habe ich auch schon beim Zombie mit ihm gemacht. Sobald es wirklich irgendwelche riesigen Probleme gäbe, die irgendwie die Unterhaltung beeinträchtigen, weil wenn wir jetzt irgendwie 10 Stunden oder 20 Folgen uns da drin befinden und versuchen, das Rätsel zu lösen, ist das total langweilig. Dann werden wir uns das einfach rausnehmen, irgendwie einen Block abzubauen und das Ganze halt ein bisschen zu beschleunigen. Wem das nicht passt, der kann jetzt bitte gehen, alle anderen bleiben stehen und werden uns hoffentlich verstehen. Ja. Okay, ja, also ich denke mal, das ist auch, weil wenn man dann hier irgendwie an einem Rätsel ewig rumhängt und dann sagt man, ja, nun komm, nun mach jetzt hier weiter. Ja, wir wollen ja die Leute auch unterhalten, das ist ja das eigentliche Ziel. Das ist ja nicht unterhalten, wenn wir 20 Jahre lang da irgendwie an einem Rätsel rumfummeln. Das ist ja auch das Lustige, wenn die Leute, geh mal weg, bring mal runter. Wieso? Ganz einfach, weil ich jetzt hier das Feuerzeug holen kann. Oh yeah.
das Problem ist ja auch, das Lustige ist ja, dass die Leute dann irgendwie sagen, ja, erst im ersten Moment cheatet nicht, das ist Cheaterei, und dann, wenn es wirklich zu langweilig wird, ändern sie auch ihre Meinung. Ja, genau, also ich würde einfach sagen, wir halten das so, dass wir schon, wir probieren ein bisschen durch die Gegend, fünf bis was weiß ich was, wie viele Minuten lang, und wenn es dann wirklich nicht klappt, wie gerade eben, dann fällt halt ein Block so versehentlich mal ab. Das ist einfach, das sind auch die Alterserscheinungen, ja, das verbraucht sich ja alles mit der Zeit, und sind deswegen, schon alt, ne? Ja, es ist schon alt. Alt ist das. Alter Scheiße sind wir. Wir sind wirklich alt, ey. Ich spiele hier schon wieder rum, Mensch. Ja, natürlich spiele ich rum. Ich spiele immer an mir rum. Auch während dem Let's Playen. Während dem Let's Playen? Ja. Da bist du's, let's weiter. Go back to testing. Step into... Okay, musste ich rechts und du links? Jo. Bin voll motiviert. Shuffle LP in the hood. Ich glaube, ich baue am Anfang so eine ganz billige Parodie von deinem Intro irgendwie ein. Am besten so nachgesungen. Nee, Moment mal. Das Lustige ist ja, ich habe ja quasi eine Nachmache von deinem Intro. Die werde ich dir. Ich habe doch mein Podcast-Intro. Jonas! Ja, ich gehe. Ich heiße nicht Josatz. Judas. Jonas, was auch immer. Judas. Ja, was wollte ich jetzt gerade eben sagen? Ich habe ja für meinen Podcast, habe ich mir von deinem Intro inspirieren lassen, ja? Ich weiß, habe ich gesehen. Ich war sehr sauer. Du warst sehr sauer, ja, sehr sauer und beleidigt, genau. Und ich glaube, das werde ich jetzt einfach hier davor packen. Das machen wir so, okay? Ist mir eigentlich relativ egal. Ne, das mache ich jetzt einfach. Also, ich sag mal so, ich bin jemand, der sagt, jeder muss seinen eigenen Stil finden und... Ja genau, ich bin auch schon viel kürzer als du auf YouTube, deswegen habe ich nie meinen eigenen Stil finden können und du hast mir jetzt quasi die Erleuchtung geboten. Richtig, ich habe es ihm gezeigt. Ja, also das Intro, das finde ich einfach ganz schnieke, deswegen habe ich mir eigene Musik und ein Intro dazu machen lassen und oh ja, komm. Kommst du jetzt nur bald und das passt jetzt irgendwie ganz gut rein, deswegen mache ich das am Anfang auch. Ich mach dich voll nach. Ruhe. Well, here it is, test one. Don't you like the look of it? I made it with... Sag mal, kannst du mal deinen eigenen Stil finden und dir nichts auf Englisch vorlesen? Bist du Nachmacher? Ja. Man, bist du auf den Sack. Ja. Okay, komm, wir stellen uns einfach mal rein. Hier, guck mal hier. Wetten, ich muss das drauf schmeißen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier ging. Du musst es auch schon wieder vorher nicht gehen. Du musst da drauf. Pass auf. Wo drauf? Da drauf. Geh rein. Ach so. Geh rein. Ja, du Eimer, du sollst da reingehen. Eimer? Ich bin doch ein Eimer. Ich weiß nicht. Irgendwie, ne? So, jetzt da, jetzt ganz hoch. Yeah! Jawohl. Like a bounce! Hundies! Like Hundies! Hundies! Du hast Hunger gemacht! Ja, Diabo. Natürlich. Mir fällt gerade auf, dass jetzt wegen dir extrem viel Minecraft auf meinem Kanal landet, irgendwie in den nächsten paar Jahren. Oh ja, in ein paar Jahren vor allen Dingen, ne? Da habe ich doch gar keinen Minecraft-Kanal, ich mache doch andere Videos. Zehn! Ein paar Jahrhunderten, Mensch. Was machen wir jetzt? Naja, du musst mal die Leiter da hoch. Achso. Ja. Da war ich doch gerade schon oben. Ja, ist da nichts? Moment mal, ich schau mir mal. Nee, war da scheiße, stimmt. Hier, pass auf. Ich weiß, nee, war da scheiße. Ich weiß, was du machen musst. Pass auf. Komm nochmal her. Nee, geht auch nicht. Kannst du das... Also hier sind irgendwie solche schwarzen... Brauchst das Feuerzeug? Ist gut möglich. Komm mal hier, hallo. Die sind Netherblöcke. Komm her. Hier, komm nochmal runter, die Leiter runter. Achso, okay, klar. Moment. Da ist das Feuerzeug. Brenn die Wolle ab. Geil, ich wollte schon mal ein Feuerzeug haben. Das haben mir meine Eltern noch nie erlaubt. Nicht damit rumspielen. Moment, es brennt. Hurra. Oh, da fällt Gravel raus. Ist das nicht geil? Hm? Da fällt Gravel nach unten. Ja, er macht uns den Weg frei. Brennen! Wir machen den Weg frei. Oh fuck, jetzt habe ich alles angezündet. Mach aus. Verdammt, wir sollten hier schon längst raus. Eisen brennt doch nicht. Nee, aber ich habe den Zaun angezündet. Ach so. Der Zaun brennt, Revolution. Moment, ich möchte... Ach, ist doch einfach egal. Oh. Muss dir wieder selber wehtun. Ich hab das Gefühl, mein Sound ist so ein bisschen leiser. Ich drehe mal, ach komm, nee, lass mal so. Nachher ist irgendwie der Sound lauter, leiser, was weiß ich was, als du und dann... Das wäre gar nicht toll. Das optimieren wir im Verlauf der nächsten Folgen. Nee. So. Brilliant, let's go to test jump number two. Juhu. Alles klar, zack. Moment, zack. So. Ist immer so halb geschlachtet von der Tür. Ja, das ist wirklich so. Also die macht einen irgendwie schon immer fertig. Oh, und da sind immer diese zwei schönen Betten. Das ist irgendwie fast schon wie so ein Sommerurlaub. Aber was ich nicht verstehe, warum sind die Betten so weit auseinander? Warum hast du es kaputt gemacht? Achso, stimmt, du wolltest die Betten hier zusammenstellen. Ja. Oh, komm mal her, so. Warte. Hab ich die geschlagen? Ich werde nur geschlagen. Komm her, du mieses Stück. Hast du mich jetzt mit dem Bett geschlagen? Nee, ich mach dich einfach gerade fertig. Moment, ich hab ein Feuerzeug. Brenn! Ich kann dich nicht anzünden, das funktioniert nicht. Stirbst du gerade? Schade, nee. Du weißt schon, dass wir dann da spawnen, wo wir das letzte Mal gepennt haben. Ui, ich brenne. Ich brenne. Jetzt nicht mehr. Ich brenne.
Ist das ein Scheiß. Professionelle Unterhaltung. Ja, genau. Professionelle Unterhaltung. Mit professioneller Intro-Parodie und professionellen was weiß ich was. Ach du Scheiße, das ist Kacke. Aber jetzt werde ich mich mal in diese Position begeben, weil das letzte Mal durfte ich hier auf dem Pressure-Platz rum. Ich glaube, ich ziehe da noch ganz schlecht dann mit Paint irgendwie Shuffle-LP über mein Intro drüber oder so. Mit Paint vor allem. Machst du zwei Standbilder und wechselst dir meine... Ja genau, Paint ist mein Videoprogramm seit neuestem. Was soll man jetzt hier gerade machen? Gehen wir auf den Pressure-Platz. Irgendwas wollte ich gerade eben noch sagen. Immer auf ja, das Lustige ist ja auch, dass ich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo das hier hochgeladen wird, in meinem Minecraft-Let's Play schon wieder mit dem Hardcore-Modus angefangen habe. Und das ist ja das, womit ich dich entdeckt habe. Ach so. Ja, das ist voll die... habe ich gerade irgendwas Sinnvolles gemacht? Ja, nee, geh einfach mal von links nach rechts auf alle drei. Und ich sag dir dann, welche immer du machen musst. Walk from left to the right. Bist du jetzt auf dem... Mach doch mal nicht so schnell. Ja, ich dachte, du wärst irgendwie ein bisschen schneller. Okay, jetzt. Nein, links. Sag, wenn du auf dem linken bist und sag, wenn du auf dem nächsten bist. Ich bin jetzt auf dem linken. Auf dem linken, okay. Weiter. Und jetzt bin ich auf dem auf der Mitte. Auf dem was? Jetzt bin ich auf dem nächsten, also auf dem mittigen. Mit, ja, okay. Mittligen. Okay. Und jetzt bin ich auf dem rechten. Alles klar. Geh auf den linken. Ich gehe auf den linken. Jetzt geh auf den rechten. Und Moment. Das war falsch, genau. Und wenn ihr die richtige Lösung sehen wollt, dann schaut ihr die nächste Folge von It's Better Together genau. Beim Schuffle-LP. Link steht ganz, ganz oben in der Beschreibung drin. Einfach draufklicken, Daumen hoch, favorisieren, kommentieren, abonnieren, masturbieren, rasieren. Ja, genau, das wollte ich gerade auch sagen. Boah, zwei dumme, ein Gedanke. Bis dahin. Tschüss.